Willst was auf, da hab's mir letztes Geld. Wenn wir weißen, wir noch morgen auf der Welt. Dankeschön. Es ist ein Abend der besonderen Art. Das heißt, heute ist wirklich Theater angesagt. 40 Jahre Theater Center Forum. Ein wunderbares Kleinod im 9. Bezirk Porzellangasse 50, liebe Freunde. Es ist ein Prinzipal, der dort dieses Theater vor 40 Jahren gegründet hat. Und heute haben wir die Freude, es zu feiern. Denn er hat dort wirklich sehr, sehr viel geschaffen. Ja, ich habe da den Direktor des Theater Forum Center. Ja, 40 Jahre ist eine schöne Zeit. Ja, das ist wirklich eine beachtliche Zeit. Und vor allem hätte ich mir nie gedacht, dass das so lange dauert, weil ich meine, vor vier Jahrzehnten, wie ich das Haus eröffnet habe, war ich endlich sehr mutig. Ich war der jüngste Theaterdirektor Österreichs. Und ja, diese vier Jahrzehnte sind eigentlich sehr schnell vergangen. Und es war eine sehr schöne Zeit. Und wo ich sehr, sehr stolz bin, dass ja viele Künstler bei mir im Haus begonnen haben. Und das war für mich eigentlich immer eine spannende Zeit und eine schöne Belohnung, dass im Forum sozusagen, dass man die Stars von morgen schon damals sehen konnte. Was ja ganz interessant ist, dass doch, ja doch, kann man sagen, drei Theaters in einem untergebracht sind, ist nicht sehr häufig, würde ich sagen. Nein, das ist eigentlich für Wien oder überhaupt für Österreich ist das ein was ganz Besonderes. Es werden im Theatercenter Forum drei Theater gleichzeitig bespielt und dadurch, dass ich ja drei Theater programmieren kann, kann ich also wirklich alle Genres der darstellenden Kunst sozusagen meinem Publikum bieten. Und wir haben also pro Spielsaison ungefähr 70 Premieren. Dann gibt es an die 350 Vorstellungen, fast 30.000 Besucher pro Jahr. Und das ist wirklich eine schöne Belohnung, die wir aber natürlich in erster Linie, jetzt gar nicht so sehr mein Verdienst, klar, ich leite das und organisiere das, aber in erster Linie meinem treuen Publikum und meinen vielen, vielen Künstlern, die wirklich für mich immer alles geben, denen gebührt eigentlich hauptsächlich der große Dank. Kann ich mir vorstellen, dass das eine enorme logistische Herausforderung ist, drei Theater unter einem Dach zu haben? Da haben Sie vollkommen recht, weil wir müssen auch immer, wissen Sie, einerseits sagt man immer, die Leute müssen flexibel werden, auf der anderen Seite muss man immer weiter vorausplanen. Spielplan ist meistens so bis 1,5 bis 2 Jahre im Vorhinein geplant und das ist logistisch funktioniert das. Ich habe auch sehr, sehr gute Mitarbeiter und ich habe auch sehr, sehr gute Schauspieler, die sich das auch immer so einteilen, weil das Forum ist ja trotzdem, da drei Bühnen bespielt werden, ist es ein Kleintheater. In einem kleinen Theater kann man natürlich als Künstler nie so viel verdienen wie in einem großen Haus. Und daher bin ich immer sehr dankbar, dass eben diese vielen Schauspieler und Künstler, auch Regisseure, das terminlich so planen, dass man auch in einem kleinen Forum wirklich ganz großes Theater zu sehen bekommt. Wunderbare Sache. Am Mittwoch ist ja, glaube ich, der Welttag des Theaters. Passt ja ganz gut zusammen. Ne? Das passt ganz super zusammen, obwohl für uns jeder Tag Welttag des Theaters ist. Und ich sage auch immer meinen Künstlern, das Publikum ist jeden Abend ja das erste Mal in der Vorstellung. Wir müssen uns alle sehr, sehr bemühen, denn Premiere ist bei uns jeden Tag. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank fürs Interview und die nächsten 40 Jahre alles Gute. Ich danke ganz herzlich. Und in den 40 Jahren musste ich aber auch eine Familie ernähren. Und meine Familie hat also wirklich lange Zeit am Theater mitgearbeitet und sehr wohl mitbekommen, dass Theater ist kein Wunschkonzert. Und ich pflegte immer zu sagen, von der Kunst zu leben, das ist eine Kunst. Und ein weiterer Ausspruch war auch von mir, wo man den Unterschied kennt zwischen einem Zahnarzt und einem Theaterdirektor. Es gibt keinen Unterschied, weil beide leben von der Hand im Mund. Heute wiederum großer Auftritt, zwar jetzt nicht in Sachen Musical oder Operette, sondern heute in Sachen Moderation. Ist aber ein toller Anlass eigentlich. Toller Anlass, 40 Jahre ein Theater leiten, da gehört schon allerhand dazu. Und der Stefan Mraz ist ein ganz rühriger Intendant. Er hat ja drei Theatersäle, einen großen und zwei kleine im Keller unten, ganz lieb eingerichtet und es ist wirklich eine Wucht, dass wir das in Wien haben. Ja, genau. Ja, ich habe mir gesagt, also es muss eine enorme logistische Herausforderung sein.
Naja, natürlich. Und er ist natürlich tüchtig. Die Subventionen sind sehr rar oder sehr klein, würde ich einmal sagen. Und er ist unheimlich tüchtig und alle bekannten Kolleginnen und Kollegen, Schauspieler, Sänger treten dort auf, können ihr Programm abwickeln und ich glaube, es ist wirklich eine große Furore, dass er da macht. Man sieht aber, das Theater lebt. Das Theater lebt und das ist immer voll. Ich war vorige Woche bei der Premiere, Honig im Kopf, bumm, voll und tolle Stimmung und die Leute waren begeistert. Ja, da sage ich schon recht herzlichen Dank und wir freuen uns auf den Abend schon. Ich mich auch, danke. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute alle gekommen seid und ich hoffe, dass es uns weiterhin wirklich gemeinsam noch recht, recht lang gelingen wird, dass wir alle das entzünden können in anderen, was in uns so, so brennt. Danke, dass es euch gibt. Dankeschön. Ich darf jetzt die 1 millionste Besucherin, die Frau Franziska Bauer, zu mir bitten. So, liebe Franziska Bauer, eine Urkunde zur 1 millionsten Besucherin vom Theatercenter Forum. Das ist vielen Sie. Dank. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Und das ist der Gutschein für eine komplette Vorstellung. Und ich hoffe, Sie werden alle Ihre Leute einladen und sich wirklich einen schönen Abend im Theatercenter Forum machen. Und bleiben Sie uns weiter treu. Gerne. Und eines möchte ich noch zum Schluss noch sagen. Es gibt auch 2 Menschen, denen ich auch besonders danken will. Das erste ist unser lieber Markus Strahl, der schon Jahrzehnte hier im Haus spielt mit seiner lieben Frau, der Leila. Unsere liebe Edith Leira, die auch schon viele, viele Jahre am Haus bei uns tätig ist. Und ganz zum Schluss unsere Uschi Staricek, die jetzt anlässlich der 40 Jahre die Öffentlichkeitsarbeit fürs Theater übernommen hat. Sie macht das sehr, sehr gut. Danke, Uschi. Tolle Sache. Tolle Sache, ja. Ich habe 37 Jahre, aber es ist eine ganz tolle Sache. Er ist etwas länger wie unser Theater und er hat mir die Chance gegeben, das erste Mal überhaupt in meinem Leben auf der Bühne zu stehen. Und das werden Stefan nie vergessen. Jetzt ist ja Mittwoch Welttag des Theaters. Wenn man sich in Wien anschaut, es gibt sehr viele, sagen wir mal, jetzt nicht als negativ zu bewerten, kleine Theater. Das hat, glaube ich, Tradition. Ja, natürlich. Ich finde, dass Wien von den kleinen Theatern sehr, sehr viel lebt. Die großen sind ganz toll und machen. Aber dass die kleinen Theater spielen eigentlich mehr fürs Publikum. Ja, weil es näher dran ist, das Publikum. Erstens ist es näher dran und dann müssen sie sich ein bisschen nach dem Spielplan halten, ob das dem Publikum gefällt. Sie können nicht einfach Theater so herum machen. Und wollen wir auch nicht. Wir wollen die Leute unterhalten. Das soll es auch sein. Also ich glaube, das Theater hat Zukunft. Absolut, absolut, ja. Das sage ich schon recht herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Danke. Agersucht duldet kein Polster, kein Fett. Tagsüber nur Kärntl und verhungert ins Bett. Die Formen verlieren sich, man sieht fast nichts mehr. Was übrig bleibt, aplaniert der Masseur. So dünn, dünn, war die Leopoldin. Dünn, dünn, wie der Bleistift so dünn. Wie die Zündhüssel, wie die Stricknadel, wie die Stimmen, leben wir zum Eifadel, wie wir Zwirnsfaden dünn, war die Leopoldin. Danke, danke. Hallo, und wieder mal hier im Machfelderhof. Es ist wirklich immer,
immer wieder schön, hier sein zu dürfen. Weil hier trifft sich das die High Society, hier geben sich die Promis aus Wien oder aus, keine Ahnung wo, Kitzbühel, Wien, München, die Klinke in die Hand. Und da ist immer was los, da ist es immer lustig. Ja, und da gibt es immer Programm. Genau, und im 40 Jahre Theater. Das ist auch toll, weil ich mag den Stefan wirklich total, total gern und liebe auch seine Aufführungen. Und besonders gut hat mir gefallen, ach Gott, wie hat das jetzt gerade jetzt falls? Das perfekte Desaster-Dinner. Das ist ein Stück, ich schwöre es euch, da lacht man von Anfang bis zum Ende. Das ist so ein sensationelles Stück, wirklich unglaublich. Das Ambiente in dem Haus ist ja auch toll. Ja, das Ambiente ist ein kuscheliges, ein angenehmes, ein heimeliges und deswegen schätze ich es wirklich sehr. Das Einzige, was man noch ein bisschen verbessern könnte, man müsste es anregen, sind die Parkplätze. Na, werden wir mal schauen, vielleicht kann man was machen. Das ist beim Bocek da besser irgendwie mit den Parkplätzen, ja. Nein, im 9. Bezirk ist halt ein bisschen ein Problem. Ja, das ist echt ein Problem, ja. Dann sage ich schon danke und eine gute Unterhaltung heute. Ja. Danke, danke. Fahr mit meiner Clara in die Sahara zu den wilden Tieren. Denn mir wird immer klarer, ich musste Clara irgendwo verlieren. Vielleicht kommt auch ein Löwe, oh Schreck, und nimmt eure Clara euch weg. Dann kommt ihr ohne Clara aus der Sahara ganz alleine dann zurück. Welch Glück! Dankeschön! Bravo, bravo, bravo! Danke Susanne Marik, danke Bella Fischer, wunderbare Einladung! Heute ein Jubiläumstag, 40 Jahre für ein Theater, ist eine tolle Sache. Ja, ist eine lange, lange Zeit. Es gibt ja viele Höhen und Tiefen im Theater. Und wir kennen den Herrn Direktor schon viele Jahre, sind auch sehr freundschaftlich mit ihm verbunden, hatten schon viele Programme, viele Theateraufführungen bei ihm und hoffen, dass es so weitergeht und dass er noch weitere 40 Jahre im Theater bleibt. Wollen wir ja doch hoffen. Ja. Aber morgen, also Mittwoch ist sogar Welttag des Theaters, also das passt ja raumhaft zusammen. Ne? Entschuldige, ich habe jetzt nicht... Mittwoch ist Welttag des Theaters, das passt doch optimal dazu. Ja, nein, das passt doch super, besser geht es ja gar nicht. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und gute Gerne. Unterhaltung. Heute. Danke, schön, danke. Beheimatet war das Forum wie heute in der Porzellangasse, dem sogenannten Off-Broadway von Wien, wo derzeit mehrere Theater der Off-Szene angesiedelt sind. Das Forum 1 im Erdgeschoss hat heute einen Fassungsraum von 128 Personen. Der Saal wurde um 1900 errichtet und war ursprünglich ein bürgerlicher Ballsaal. Danach etablierte sich hier eines der ältesten Wiener Kinos, das Rossauer Kino. Nach vielen Jahrzehnten wurde es vom Freien Kino abgelöst. Später war hier das Amerikanische Theater beheimatet. Die Räumlichkeiten wurden in mehreren Etappen restauriert und im Originalzustand wiederhergestellt. Stefan war, wie wir heute schon von dir selbst gehört haben, der jüngste Theaterdirektor Österreichs und wurde somit von niemandem ernst genommen. Das ist ein Schicksal, das wir beide teilen. Auch ich war vor vielen, vielen Jahren der jüngste Theaterintendant in Österreich. Aber eines kann ich dir sagen, vielleicht hast du das bemerkt, man hat Zeit, sich zu entwickeln in einem Lebensalter, in dem man noch Kraft und Idealismus besitzt, um sich in späteren Jahren durch seine Erfahrung dann unentbehrlich zu machen. Apropos unentbehrlich, es folgen nun weitere Anekdoten über Menschen, die aus Österreichs Theaterleben nicht mehr weg. 40 Jahre für ein Theater? Das ist ganz toll, das schafft kaum jemand. Weder in einem großen Haus noch in einem kleineren schon überhaupt nicht. Also ich finde, das ist ein Triumph. Was mich so fasziniert, da sind in einem Haus drei Theater untergebracht. Ja, wunderbar. Das erlebt man eigentlich nie. Und nämlich, dass alles gut besucht ist und er alle Sparten abdeckt. Und das ist ein Traum. Wie gesagt, das muss eine enorme Logistik sein. Sicher. Ja. Aber es ist wieder ein Stück Kultur für Wien und das ist eine tolle Sache. Ich finde, das gehört gefeiert. Ja, absolut. Dankeschön. Wurde er liebevoll Heike genannt und er war mit der bezaubernden Tilla Hohenfels verheiratet. Seinerzeit ist Heike mit Tilla für das Stück Die ehrbare Dirne von Jean-Paul Sartre von Stefan engagiert worden. Ihr Gegenspieler war überdies der farbige Frank
Ola de Inde, der später als Liebhaber von Marianne Ment im Kaiser Mühlen Blues gespielt hat. Also, Heike ist, wie das seine Art war, zwischen seinen Auftritten ganz schnell auf ein Achterl Rotwein echappiert und dabei auf dem Glatteis vor dem Theater ausgerutscht, hat sich die Hand blutig geschlagen, aber pünktlich zum Auftritt zurück spielte er mit blutender Hand seinen Part am Klavier und hat dabei natürlich die Tastatur versaut. Er hat dann versucht, vorsichtig die Tasten mit dem Taschentuch zu säubern, was ein wirres Klimpern zur Folge hatte, das den Text der Schauspieler gespenstisch untermalt hat. Die waren verzweifelt, aber das Publikum fasste es als tollen Regieeinfall auf. Heike heiratete während einer späteren Produktion seine Tilla, hat aber vergessen, Stefan rechtzeitig zu informieren. Und am Vortag hat er gemeint, du, morgen können wir nicht spielen, weil wir unsere Hochzeitsfeier haben. Am Theater prangte dann am nächsten Abend das Schild wegen Hochzeit geschlossen. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig in der Theatergeschichte. Ja, wiederum das Weingut Baumgartner hier vertreten. Jetzt will ich natürlich wissen, was für ein Wein wird heute kredenzt? Also zu Beginn gibt es gleich einmal einen Rosé, gemacht aus blauen Zweigeltrauben, dann ganz interessant zu verkosten, zwei verschiedene grüne Veltliner, einer ein klassischer DAC und einer eine reife 2017er Ausbauweise. Danach gibt es zum Hauptgericht einen blauen Zweigeltes Rotwein und danach noch einen süßen Gewürztraminer. Na, das ist eine ganz tolle Auswahl und natürlich alle vom Weingut Baumgartner. Ja, und teilweise auch schon von mir selbst. Wunderbar. Und gibt es schon wieder einen musikalischen Wein? Also, bei uns ist es ja so, dass wir das technologisch eigentlich bei vielen Weinen einsetzen, aber nicht überall draufschreiben. Also insofern ist auch heute ein bisschen Musik in der Flasche. Na wunderbar, dann freuen wir uns schon. Danke. Bitteschön. Sehr gut. Junge, damals noch unbekannte Künstler kamen zu ihm. Ingrid Burkhardt, Klaus Rott, Tilla Hohnfels, Sissi Boran, Katja Toast, Claudia Ronefeld, Caroline Wasicek, Felix Kurmeier, Rudi Larsen, Michael Gampe, Gernot Kranner, Gerald Bichowitz sowie meine Frau Leila und ich und sicher noch viele, viele andere. Es ist einfach die Zeit zu knapp, alle zu nennen. Aber auch damals schon arrivierte Künstlerinnen und Künstler standen bei ihm auf der Bühne. Hier eine mehr als unvollständige Liste im Schnelldurchlauf. Sami Molcho, Efrem Kishon, Heinz Zuber, Franz Surada, Günter Schifter, Hans-Peter Heinzel, Kurti Elsasser, Elli Naschold, Ernst Stankowski, Franz Mulletz, Gerhard Ernst, Adi Hirschall, Günter Toller, Bruno Toast, Uli Fessel, Gabi Schuchter, Elfriede Schüsseleder, Gus Backus, Oskar Klein, Silvio Francesco, Bela Fischer, Stefan Parilaraki, Richard Österreicher, Trude Marzig, Peter Rapp, Josi Prokopeitz, Toni Bieber, Doris Bieber-Richter, Gerhard Dorfer, Peter Horak, Walter Lochmann, Paul Schmitzberger, Dani Siegel, Dagmar Truxer und Rudi Pfister, Erich Martin Wolf, Michaela Ehrenstein und natürlich Edith Leib. Bravo! Ich bin ganz geflasht, also nicht nur von dieser wunderbaren Sprechübung, sondern auch auf den einem Atem durchgesprochen, nicht leicht, sondern auch von den vielen prominenten Namen. Lass mich noch kurz fertig sagen, bin sofort bei deinem nächsten. Weil ich dich schon angekündigt habe, entschuldige, mein Schatz, du bist der Puppele, alles gut. Auch in der Kabarett-Szene, die natürlich in Wien Kabarett-Szene heißt, und die damals für Wiener Theater ein Tabu war, mischte Stefan mit. Peter Lodinski, Lore Kreiner, Herwig Seeböck, Mini Bitlinski, Florian Schäuber, Fifi Pisecker, Werner Sobotka, Alexander Biesenz, Muckenstrunz und Barmschabel, Mike Supancic, Alexander Sedivi, Andreas Stepan, Peter und Tekal, Floh und Wisch, Gerry Seidel und viele andere. Um viele dieser prominenten Theaterpersönlichkeiten ranken sich wunderbare Geschichten. 40 Jahre ein Theater, das ist, glaube ich, schon eine beachtliche Sache. Ja, das kann man sagen. Und da zu überleben ohne große Subventionen, und das ist, finde ich, toll. Und was ganz besonders ist, das ist ja, glaube ich, in Wien, aber in Österreich ziemlich einmalig, dass in einem Theater drei Theater untergebracht sind. Absolut, absolut. Also ich bin jetzt 60 Jahre in dem Beruf, aber das habe ich noch nicht erlebt. Und gleichzeitig, also es wird sowohl zur ebener Erde als im unteren Stock als auch in der Bar gespielt. Das finde ich toll. Ja. Gewaltige Logistik. Ja, absolut, absolut. Und es leidet aber auch nicht die Qualität des Theaters darum.
Nein, naja, also manches muss man natürlich dazu engagieren, das geht nicht. Aber er macht immer gezielt Mraz die Produktionen, die er im großen Haus, quasi im großen Haus oben macht. Und die haben immer Qualität, das muss man wirklich sagen. Also das ist mit diesen Mitteln, die wir erarbeiten müssen, es ist nie weder so ein großes Budget da für Dekorationen, für Kostüme. Und da ist viel Liebe und Herzblut dabei. Und dazu wünsche ich ihm wirklich noch viele Jahre Glück. Da sieht man wiederum, das Theater lebt. Ja, absolut. Und gerade in den kleinen Theatern. Ja, ich glaube, in den großen Theatern, wo alles im Überfluss vorhanden ist, mit Abstrichen. Aber da ist es leichter, große Produktionen herauszubringen, als gerade in so einem kleinen Theater, der mit 200 Plätzen und unten mit 100 Plätzen zurechtkommen muss. Na, toll. Dankeschön. A Lieder wollen wir jetzt probieren, für unsere Madeln einstudieren, zu Liedern sein modern. In unserem schönen Werner Marum zu Kassiers mit schöner Gestalt und Elfenfiers, aber Frotzen werden's genannt, weil's da stehen ohne Hemd und Hosen sind zu teuer, die Preise steigen ungeheuer, dann werden sie alt und morsch und wollen uns gleich vom Arm sanieren und schlecht schaut's aus. Am besten ist, man bleibt zu Hause und kauft sich blaue Bänder und hängt sie's übern ständig in der Kärntner Straße oder in der Annagossen, wo die Donau-Nixen verkaufen ihre Büchsen. Fleisch ist gesund für die Nerven und kein Werner tut's verwerfen am Tag. Da tut er kegeln, auf die Nacht, da geht er Vögel zwitschern in der Luft. Da freut sich am Blumenduft, das hackt zu uns die Hanni. Kommt's mit, ich hab a kleine Wohnung in der Au. Sie nimmt Moral nicht so genau, ist eine von den Ludern, los gleich an jeden Buam, den's gar nicht kennt, keine Ruhe, von einer Schand ist doch keine Spur. Den Ferri und den Rudel, den packt sie an der Nummer 4 im Hofparterre. Da wohnt ein eleganter Herr, der hat einen schwarzen Hut und schiebt sein in die volle Bärte. Drum Rabbiner schimpfen über die Frauenzimmer, sind selbst alte Sünder und haben ein Schiebekinder. Kriegen ist nicht ohne, denkt sich laut das Fräulein Toni. Sie nimmt sich das zu Herzen, gebraucht stets eine Kerzen. Rot steht der Herr Geier, klagt sei weit dem Fräulein Meier. Schatz, du wirst begreifen, seit einer Stunde sterre ich mit Steifen. Drogen in der Hitz, da schau nur an, wie ich schon schwitz. Du treibst es immer bunter, drum reiß ich mir jetzt runter von dem Heulerbahn. Entschuldige, bleib mir da. Und alles war ein süßer Traum. Ja, ein Theater, 40 Jahre, ist schon eine super Sache. Das ist sensationell, 40 Jahre durchzuhalten, bei all diesen schweren Auflagen, die immer schlimmer werden, beachtlich. Jetzt, wenn man bedenkt, dass unter einem Dach drei Theater untergebracht sind und jedes besser ist wie das andere, ist schon beachtliche Sache. Naja, weil jedes seine eigene Persönlichkeit hat. Ja? In einem großen Haus werden diese Stücke gespielt, wo also anspruchsvoll größere Stücke gespielt. Im Kleinen unten, also ich habe ja so viel schon gespielt, ich habe alles ausprobiert. Und das ganz Kleine ist ja jetzt auch etwas ganz Besonderes. Da habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe es gesehen und da habe ich mir gedacht, ja, das hat was. Doch seinen Charme. Absolut, absolut. Und das ist für alle Ansprüche einfach gedacht, nicht? Also ein Angebot. Und das finde ich gut. Jetzt ist doch Mittwoch der Welttag des Theaters. Kann man sagen, das Theater hat sehr wohl Zukunft? Das Theater hat immer Zukunft, weil es ohne Theater gar nicht geht. Es werden nur die Umstände und die Bedingungen so erschwert, dass man manchmal wieder das Gefühl hat,
Das schafft man nicht. Das, den Karren zieht man nicht mehr. Aber das Tolle ist, dass wenn man fürs Theater brennt, und Gott sei Dank tun das noch viele, dann schafft man. Und ich brauche keine Dekoration, ich kann irgendwelche Vorhänge. Also die Reduzierung findet einfach statt, weil kein Geld mehr da ist. Es muss die Fantasie wieder geweckt werden, muss wieder aufgeweckt werden, muss wieder hergenommen werden. Es ist nicht immer, auch wenn ich inszeniert habe, ich habe meine Wohnung also manchmal sehr ausgeräumt, damit auf der Bühne was stand, das was, ja. Aber das macht man einfach, ja, weil es geht um die Sache und, ja, und Fantasie. Kann man sagen, Kopfkino im Theater? Kopfkino, na, mit dem Kopf, nein, man braucht immer Fantasie. Ja, mit dem Kopf bin ich ein bisschen streng, weil das immer dann so auf einer Rationalität hinläuft. Also da würde ich, nein, es ist absolute Fantasie und Grenzen einfach nicht zur Kenntnis nehmen für einen Anfang, sondern drüber gehen und schauen. Es ist auch so, wenn ein Flüchtling einen Grenzzaun hat, dann versucht er ja auch irgendwo immer woanders drüber zu kommen. Und das ist genauso am Theater, wenn wir Grenzen haben und das geht nicht weiter oder das sind Schwierigkeiten. Naja, dann Fantasie muss ich einsetzen. Ne? Einfallen muss man sich einfallen lassen. Naja, wenn alle Künstler so sind, dann hat das Theater zwei Wochen Zukunft. Aber wir haben so viele, also Gott sei Dank. Dankeschön. Danke auch. Danke. So, die Branka ist meine Vermieterin und irgendwann habe ich die Miete nicht mehr zahlen können und dann hat sie gesagt, arbeite doch bei uns im Theater und jetzt ist das Ganze schon 7 Jahre her. Ich bin gekommen mit Dreadlocks und dann habe ich ihn Stefan gesehen und gedacht, wow, geil, das mache ich auch. Und wir haben heute eine Weltpremiere, wir haben den Song geschrieben vor 3 Tagen und haben die Band gegründet, DCFler. Sag mal, kann man den Hall ausmachen? Ich werde jetzt was rappen und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Auf welcher ist da ein Hall? Wir können es auch mit Hall machen. Ist schon drauf, ist schon drauf. Ich weiß nicht. Ist er weg? Ja. Super. Weil ich glaube, er ist relativ schnell. Vielleicht muss ich sogar einen Text rausholen. Okay. Yeah, seit 20. April 79 ist der Stefan schon ein Dixie. Yeah, jetzt hat er schon seit 40 Jahren gedient. Hey, der jüngste Theaterdirektor von Wien, ey. Viele sind schon gegangen, aber er ist blieben. Er haltet alles zusammen wie eine Family. Sogar ich bin schon seit 7 Jahren bei ihm. Hey, so lang war ich noch nie in einem Betrieb. Hey, DCF, singt's mit, wenn es schmeckt. Hey, das DCF, wir kommen alle dorthin. Hey, ins DCF, alle meine Gefreunde. DCF, ey ja, das DCF, ey ja, das DCF. Es kennt's alle, den Stefan. Das DCF, kennt's einer, wenn meckt. Yeah, das DCF, yeah. Und wir sind so fashion. DCF, ja, das DCF. Yeah, yeah, yeah. Wer hat schon Kurt Kramer an die Wand? 3 Seele in die permanent was Rente. Die allerschönsten Techniker im Lente. Und ab und zu Schauspieler mit Talente. Neuerdings eine Band, die DCFler. Nur für den Event, seit vorgestern. Ich sag jetzt einmal Prost, hey, ein Toast auf den Stefan. Jetzt alle Glaseln hoch, hey, lasst uns mal bechern. Im DCF, alle meine Freunde sind da. Im DCF, die Belegschaft ist fest, hey. Im DCF, alle sind so relaxed, hey. Im DCF, wir sind das DCF, ja, DCF, es kennt's alle, mein Stefan. Im DCF, kämpft vorbei, wenn es schmeckt, yeah. Im DCF, unsere Belegschaft ist fest, yeah. Im DCF, wir sind das DCF, yeah, yeah, yeah. Ich sag Stefan und ich sag's Bras. Stefan? Bras. Stefan? Bras.
Ich sag Theatercenter, ihr sagt Forum. Theatercenter Forum. Theatercenter Forum. Stefan Raas. Stefan Raas. Theatercenter Forum. Theatercenter Forum. Stefan Raas. Stefan Raas. Alles Gute für die 40 Jahre, Herr Direktor. Hallo, wie geht's dir alle? Und wie geht's dir, unsere Pianistin? Dankeschön. Bekommen von seinen Mitarbeitern, unser Stefan Raas, 40 Jahre, und das war der TCF Rap. Ja, das heißt die Rapper in der Porzellangasse. Ich muss sagen, ich glaube, das war nicht für Rap ausgerichtet heute. Also. Und der Song ist wirklich gerade einmal so. Also. Bisschen enger zusammen. Wir sind Amateure, ihr wisst es. Du bist der Tiroler, gell? Danke. Du bist ein echter Tiroler. Meine Braut. Doch ein Wirt hat mir später was Schlimmeres erzählt, als ich stand an der Bar und ich hatte kein Geld. Ja, ich hab schon eine Menge im Leben gesehen. Das Schönste ist doch, an der Theke zu stehen. Doch ich wünschte, ich wäre nicht mehr auf der Welt. Wenn ich stehe an der Bar und ich habe kein Geld. Alle Macht den Musikern. Ja. Und mitsingen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Theatercenter Forum. Happy Birthday to you. Lieber Stefan, Happy Birthday, deine Geburtstagsporte. Dein Theater, dein Werk soll heute hier gewürdigt werden. Bitte komm her zum Foto. Stets ist groß. Ihr dürft wieder Platz nehmen, danke. Wow, danke. Ausblasen. Malte deine Sand. Bravo, Stefan. Alles gemacht. Danke. Dass ein Komplex ich hab, weil keinen Sex ich hab und noch den Vornamen Pfeffer. Recht haben's, Herr Staatsanwalt, ich gehöre in die Strafanstalt, so wie sie's gesagt haben vorhin. In so großen Lettern stand in allen Blättern von mir und mit Fotografie. Ein Freispruch? Ich kann's ausgehen? Ihr wusst, es wird so ausgehen, nur weil ich so unscheinbar bin. Sicher ein Beweis, dass ich selbst das Karussell bin, weil ich mich ständig drehe im Kreis. Wenn sich alles dreht, wenn sich alles dreht, wenn sich alles dreht, dann will Fantasie dem Schwindel nie an dir vorübergehen. Bevor dein Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der rote Trommel füllt, das macht das Leben Sinn, wenn sich alles dreht, wenn sich alles dreht.
der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind? Bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der große Traum erfüllt, das war des Lebens Sinn, wenn sich alles dreht? Wenn sich alles dreht? Wenn sich alles dreht, der Wille, Fantasie, der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind? Bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der große Traum erfüllt, das war des Lebens Sinn? La 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 la. Danke, liebe Rotzwillinge, danke, Bela Fischer. Liebe Freunde, das war's mit einem bunten Programm. 40 Jahre Theatercenter Forum. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ausgang. Ich bedanke mich für euren dummen Applaus. Alles Gute.